Hallo, schön, dass du hier bist. Willkommen zur heiligen Nacht. Ich lese dir die ganze Geschichte vor, so wie sie Lukas erzählt, und danach kommen einige Gedanken zu den Hirten. Ich habe nämlich in diesem Jahr eine Entdeckung gemacht, etwas, was ich früher total übersehen habe. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Da sind sie also, die Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde, so weit, so gut. So waren sie die Nächte damals in Bethlehem. Die Hirten kannten diese Nächte, und sie kannten auch die rauen Nächte, wenn es kalt war und stürmisch. Draußen auf dem Felde konnte es sehr ungemütlich werden und auch unruhig. Und sie waren sowieso immer auf der Hut, denn es gab ja auch die wilden Tiere, die ihre Herde angriffen. Oder Diebe. Die Not war damals groß und der Hunger auch. Und dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Ich stelle mir vor, die Hirten waren ziemlich irritiert. Mitten in der Nacht sehen sie einen Engel. Und dann ein sehr seltsames, sehr helles Licht um sich selbst herum. Das ist die Entdeckung. Das habe ich erst in diesem Jahr gelernt, dass das Licht nicht um die Engel herum war, die leuchten ja sowieso, sondern um die Hirten. Lukas betont das ja ausdrücklich. Und dieses Licht ist anders. Die Klarheit Gottes, übersetzt Luther, die ist anders als alle Lichter, die die Hirten bis dahin kannten. Und auch anders, als wir heute mit unseren Strahlern machen können. Dieses Licht, die Klarheit Gottes ist überhell, überklar. Das ist kein Flutlicht auf dem Fußballplatz.
Dieses Licht, die Klarheit Gottes, umhüllt die Hirten. Kein Wunder also, dass ihre Gefühle Achterbahn fahren. Sie schwanken zwischen großer Freude und totaler Angst. Furcht und Zittern auf der einen Seite, unbändige Begeisterung auf der anderen. Das ist so diese typische Zwiespältigkeit, die Ambivalenz, die uns in allen großen Momenten unseres Lebens erfasst. Wenn wir rausgehen aus unserer Komfortzone, wenn wir bemerken, dass wir jetzt neue Wege gehen werden, gehen müssen. Und dann sind da noch viel mehr Engel, himmlische Wesen in großer Zahl. Und plötzlich hören die Hirten auch einen überirdisch schönen Gesang. Was Lukas da in der Weihnachtsgeschichte beschreibt, ist nicht nur eine gemütliche, kuschelige Geschichte für den Heiligabend. Lukas beschreibt anhand der Hirten auch einen außerordentlichen Bewusstseinszustand, einen heiligen Moment, eine Begegnung mit dem Göttlichen, das sowohl fasziniert als auch Angst macht. Das, was Lukas nach außen verlagert und so für uns sichtbar macht, das spielt sich in wesentlichen Teilen eigentlich eher so im Inneren ab. Das sehen wir nur mit den Augen des Herzens. Deshalb betont Lukas so, dass die Hirten hier schon genau so leuchten wie Jesus später auch, in der Geschichte von der Verklärung auf dem Berg. Die Hirten sind in der Dunkelheit am Lagerfeuer in Kontakt gekommen mit ihrer eigenen, tiefsten inneren Wirklichkeit. Die ist uns im Tagesbewusstsein verborgen oder zumindest schlecht zugänglich. Aber bei Nacht sieht alles anders aus. Und sie sehen in dieser besonderen Nacht ihre eigene, lichtdurchflutete Existenz, dargestellt durch die Engel. Und sie hören ihre eigene Lebensmelodie. Dabei schlafen die Hirten nicht, sie träumen auch nicht. Sie sind in einem extrem erweiterten Wachzustand. Sie bekommen Informationen, wenn wir so wollen, direkt aus der Cloud des göttlichen Bewusstseins. Dieses Bewusstsein, in dem alles eins ist. Sie hören das wichtigste Lied, das wir hören können. Das, was die Engel immer sagen, wenn sie in der Bibel auftauchen. Hab keine Angst, da wartet eine große Freude auf dich. Der Retter ist da und zeigt dir den Weg zum Frieden. Als die Hirten wieder in ihrem Alltagsbewusstsein angekommen sind, spüren sie, dass sie sich bewegen müssen. Nach allem, was da geschehen ist, nach diesem heiligen Moment, vielleicht auch nach dieser Gottesgeburt, wollen sie jetzt selbst etwas tun. Die Engel haben sie in Bewegung gesetzt und sie gehen und sie sehen und finden alles genau so, wie es ihnen gesagt worden ist. In ihnen leuchtet das Licht weiterhin, das sie da in der Nacht für sich entdeckt haben. Und das Licht strahlt dann so über sie hinaus. Und sie hören die Melodie, die vom Frieden singt, vom Ende der Angst und von großer Freude. Halleluja. So, und wem das jetzt alles doch ein bisschen zu mystisch ist, der höre noch zwei Beispiele, wie großartige Musiker der Neuzeit zu ihren Liedideen gekommen sind. Der eine, Paul McCartney von den Beatles, hatte im Traum eine Begegnung mit seiner schon lange verstorbenen Mutter. Er war damals in einer schwierigen Phase seines Lebens und seine Mutter hatte im Traum eine Botschaft für ihn. Let it be, hat sie ihm gesagt. Lass es geschehen. Und wenn die Nacht auch voller Wolken ist, da ist immer noch ein Licht, das auf dich scheint. Und es scheint auf dich, bis der Morgen kommt. Naja, und als dann der nächste Morgen kam, hat sich McCartney hingesetzt und das Lied geschrieben. Let it be. Und auch der großartige Oasis-Chef Noel Gallagher hat in einem Interview verraten, all die großen Lieder, die Hymnen, an die sich die Menschen erinnern werden, die Lieder sind einfach da. Sie sind einfach aus dem Himmel gefallen. Und er hat sie dann gespielt. Interessanterweise sagt er, aus dem Sky gefallen, nicht aus dem Heaven. Wir Mystiker würden sagen, aus dem Heaven gefallen. Die Melodien, die uns ins Leben rufen, die uns anstiften zum Leben, die sind schon längstens da.
Wir lassen unser Alltagsbewusstsein hinter uns und connecten uns im kreativen Prozess mit der Cloud Gottes, schließen uns an dieses unendliche Bewusstsein und dann kann der Download beginnen. Und dann klingt es auch in uns. Hab keine Angst, da wartet eine große Freude auf dich. Der Retter ist da und er zeigt dir den Weg zum Frieden. Soweit für heute. Fröhliche Weihnachten und ganz viel Segen für deine Gottesgeburt.